Hallo da draußen. Heute will ich euch zeigen, was man mit diesem kleinen Chromecast aktuell schon in Deutschland machen kann, wo der offiziell noch nicht vertrieben wird. Und zwar ist das eine Art Set-Top-Box, wobei es weder eine Box ist, noch irgendwo drauf sitzt. Das ist ein kleines Gerät, das man in den Fernseher steckt. Das hat hier, also sieht aus wie ein USB-Stick, ist aber ein HDMI-Stick. Und es hat noch den kleinen Haken, dass es in den meisten Fällen über diesen USB-Port zusätzlichen Strom braucht. Bei meinem circa 400 Jahre alten Flachbildfernseher hatte ich das Problem, dass der Chromecast nach einmaliger Nutzung und An- und Ausschalten dann nicht mehr gefunden wurde oder nicht mehr richtig funktioniert hat. Wenn ich das bei mir in den HDMI-Receiver gesteckt habe, funktioniert das aber problemlos. Das Besondere am Chromecast ist, dieser kleine Stick kostet $35. Was im Moment bedeutet, wenn man den über Amazon und irgendwelche Importeure kauft, zahlt man so um die 40 Euro. Aber das wird sich sicherlich noch ändern, wenn er dann auch offiziell hier verfügbar ist. Die wirklich wichtige Frage ist, was kann der Chromecast? Und da muss man sagen, von sich aus kann er eigentlich gar nichts. Wenn man den einsteckt, es gibt keine Fernbedienung als solche. Man kann ihn über ein Smartphone oder ein Tablet bedienen oder über einen Computer. Was er dann macht, ist sozusagen Videobilder entgegenzunehmen. Und wenn man ihn mit einem Apple TV oder mit einer Spielekonsole vergleicht, die ja oft auch die Möglichkeit haben, von einem Smartphone Videobilder zu streamen und zu zeigen, ist der große Unterschied, dass hier nicht vom Smartphone drauf gestreamt wird, sondern von der wirklichen Videoquelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Abo bei einem US-Streaming-Anbieter wie Netflix habe und aus der Web-App oder aus der iPhone-App auf diesen Chromecast sende, dann gebe ich dem Chromecast sozusagen das Signal, von welcher Quelle er sich die Sachen aus dem Netz laden soll. Das hat den großen Vorteil, mein Telefon kann aus sein, mein Telefon wird nicht benutzt, ich kann mein Telefon für alles andere benutzen und ich habe das überprüft, ich habe es ausgemacht, es hat wirklich nichts mehr mit dem Gerät zu tun. Der Nachteil ist, im Gegensatz zu AirPlay auf dem Apple TV ist es, jede App dafür angepasst werden muss. Der große Vorteil ist, es muss nicht unbedingt eine App sein. Also es funktioniert genauso mit einer Website. Weil wenn ich jetzt mit dem Rechner auf der YouTube-Seite bin, kann ich genauso sagen, sende dieses Video an den Chromecast, was jetzt nicht weiter verwunderlich ist, weil Google-Produkt und Google-Produkt. Und da haben wir auch so ein bisschen den Haken im Moment. Die meisten Dienste, die Chromecast-Anpassungen schon vorgenommen haben, sind US-Dienste. Das heißt, wenn ich nicht den Umweg nehme, mir mit einem VPN oder mit irgendwelchen DNS-Wirrwarr in Deutschland ein Netflix-Account, ein Hulu-Account, was auch immer zulege, dann ist die Auswahl an Apps, die mit dem Chromecast funktionieren, doch sehr übersichtlich. Also wie gesagt, YouTube funktioniert und Plex funktioniert. Ja, da hört es dann auch schon fast auf, was in Deutschland möglich ist. Es gibt ein Plugin für Chrome, dass ich meinen aktuellen Tab an den Chromecast streamen kann. Klassisches Bildschirmteilen, wie das zum Beispiel mit dem Apple TV geht, kann der Chromecast nicht. Wobei auch daran wird jetzt gerade rumgehackt und seit ungefähr einer Woche hat Google jetzt sein SDK veröffentlicht. Das heißt, auch Entwickler, die nicht unbedingt mit Google direkt zusammenarbeiten, können das jetzt in ihre Apps integrieren, sodass wir hoffentlich zum Beispiel Vimeo ziemlich bald sehen. Aktuell kann der Chromecast in Deutschland noch nicht besonders viel. Was er gut kann und was er wirklich gut kann, ist YouTube. Da ist er auch besser als alles andere, was ich bisher benutzt habe, weil er eben eine Funktion hat, dass ich leider auch im Moment nur vom iPhone und vom iPad, also das funktioniert am Rechner noch nicht. Aber wenn ich ein Video hier drauf streame von YouTube und das nächste Video auswähle, dann kann ich das in eine Warteschleife einreihen oder eben direkt spielen lassen. Und gerade bei so kurzen Zackstücken YouTube-Videos ist es schon ganz nett, wenn man sich einfach drei, vier Videos einreihen kann und dann vor den Fernseher setzen und die nacheinander wegschauen, ohne dass man nochmal wieder interagieren muss. Unterm Strich bleibt zu sagen, für umgerechnet um die 30 Euro ist es sicherlich die günstigste Möglichkeit, irgendwas auf den Fernseher zu streamen. In Deutschland sicherlich auch im Moment noch eine, die nicht sonderlich viel Vorteile bringt gegenüber einem Apple TV, der ja größer ist und ja teurer ist, aber es ist immer noch ein Gerät, das im Fernsehschrank mehr oder weniger verschwindet. Und der Straßenpreis von unter 100 Euro ist jetzt sicherlich auch nicht völlig ab von Gut und Böse.
Es ist trotzdem mehr als das Dreifache und von daher denke ich, dass der Chromecast sicherlich seinen Markt finden wird und auch in Deutschland gut funktionieren kann. Wer Lust hat, den jetzt schon auszuprobieren, sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass er ein paar Euro mehr kostet, als wenn er dann irgendwann auf den Markt kommt. Er funktioniert auch problemlos. Der Funktionsumfang wird sicherlich nur mehr werden in der nächsten Zeit. Unterm Strich bleibt zu sagen, dass der kleine Chromecast für 30 bis 40 Euro sicherlich eine gute Möglichkeit ist für jemanden, der noch keine Möglichkeit hat, um von seinem Rechner, von seinem Telefon auf den Fernseher zu streamen und in Ruhe Videos auf dem großen Bildschirm schauen möchte. Der sollte sicherlich den Chromecast in Betracht ziehen. Die Frage ist, ob es wirklich die beste Lösung ist, wenn man auch zum Beispiel Videos ausleihen möchte, wenn man andere Dienste nutzt. Grundsätzlich denke ich, dass man mit dem Chromecast auch vor allem wegen des Preises nicht richtig viel falsch machen kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch auf Like oder abonniert den Kanal. Wenn ihr irgendwas anderes gesehen habt, was euch nicht gefallen hat, wenn es wieder Probleme mit dem Fokus gab, wie im letzten Video, oder sonst irgendwelche Kritik an Ton, Bild oder dem, was ich gesagt habe, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf Rückmeldung und ja, wenn alles gut läuft, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.